Hallo und herzlich willkommen zurück auf Shardo 3. Die Dachkollega geht in die nächste Runde. Vorab, der liebe Mr. Physics ist aus der Dachkollega ausgestiegen. Der Arme, oder je nachdem, ich weiß nicht, was er hat, aber er scheint irgendwelche privaten Sachen zu haben, die ihn wirklich im Moment total fertig machen. Und dementsprechend hat er tatsächlich dann, während ich in der Woche dran war, gegen ihn zu kämpfen, am Sonntagabend sich dazu entschlossen, die Dachkollega zu beenden. Dementsprechend werden alle Runden gegen ihn mit 0-0 gewertet. Dementsprechend gibt es jetzt nur noch 12 Spielrunden. Dementsprechend habe ich letzte Woche meine Kämpfe gegen Mr. Physics nicht gemacht. Und ja, diese Woche ist Talonflo dran. Und Talonflo ist einfach ein kranker Spieler. Das kann man nicht einfach anders sagen. Talonflo ist Level 49, hat mehrfach den Legendenrang erreicht. Man sieht leider nicht so viel von seinen PvP-Sachen am Video. Also er lädt doch eher nur so Pokémon-Analysen auf seinem YouTube-Kanal hoch. Das finde ich ein bisschen schade. Ich würde sehr gerne mehr so richtige Gameplay-Videos von ihm sehen. Ich drehe mal kurz einen Schluck. Aber das kann ja jeder so machen, wie er will. Ihr seht schon hier im Hintergrund, wie dieser Kampf wahrscheinlich ausgegangen ist. Ich habe hier direkt ein Rotzlied. Da hat wirklich auch doofe Pokémon gegen mich, muss man schon sagen. Ich habe hier irgendwie versucht, mit Doppelkampf zu retten, aber das hat auch nicht wirklich geklappt, weil er irgendwie genau die Kontersachen gegen mich hatte. Außerdem eine Sache noch in privater Angelegenheit, so sagt der liebe Blond, war das ja immer. Ich stehe wirklich, wirklich kurz vor den 100 Abonnenten. Und ich sag das ja wirklich selten, bis nie. Aber ich würde mich so über diese 100 Abonnenten freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt einfach mal, ihr braucht nicht zu liken, ne? Aber wenn ihr einfach, falls ihr es noch nicht getan habt, einfach einmal auf den Abonnieren-Button drückt. Denn ich würde so gerne die 100 Abonnenten knacken und ihr könnt mir dabei helfen. Ihr müsst einfach nur den roten Knopf grau machen. Das wäre echt korrekt von euch. Und jetzt gehen wir zurück ins Gameplay. So, ich bin jetzt hier in Bolterus, nachdem ich meinen Irokex habe draufgehen lassen. Er hat immer noch, dazu Marill ist immer noch im gelben Bereich. Er erreichte die Hydro-Pumpe zuerst. Das ist doof, sag ich mal. Auf Hochdeutsch, da ist die Hydro-Pumpe. Ich bin hier fast weg, aber ich erreiche immerhin noch meine Steinkante. Aber das heißt, er hat zwei Pokémon mit einem von seinen getötet. Und das ist nicht gut. Ich wechsle jetzt hier direkt. Aber jetzt kommt rein ein Knogger. Und wenn jetzt nicht Dachkollega wäre, hätte ich das schon 10-mal aufgegeben. Aber es hat die Dachkollega. Da kann ich jetzt halt nicht einfach meinen Kampf aufgeben, weil, ja, das gehört sich nicht, finde ich. Ich beende die Kämpfe immer, auch wenn ich weiß, dass ich sie verkacke. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch da. Und da dachte ich, der spielt, der, dass das vielleicht nur die Knochenkeule ist, weil er ködert, aber er hat einen ganz tollen Köder gemacht und mich da komplett aufs genommen. Dementsprechend, ja. Oh, kann man jetzt nicht viel zu sagen. Ja, er hat im Discord noch ein bisschen danach geschrieben. Der hat sich wirklich alle meine Videos angeguckt zur Dachgoliga und hat da wirklich geguckt, so wie ich so reagiert habe auf was für Leads und auf was für einen Wechsel und konnte echt somit genau sagen, was ich mache, ne? Und Rufus hat mich ja schon echt analysiert, aber der hat noch mal alles auf die Spitze getrieben, ne? Wenn Rufus auf dem Mount Everest war, war der im Weltall, war auf dem Mond oder so. Also wirklich. Der hat mich komplett, ne, der wusste sogar, dass ich mein Lied wechsle. So, der wusste das. Ich hätte das niemals gewusst. Ich habe gedacht, der bellt sein Lied bestimmt, aber der wusste, dass ich wechsle, weil ich verloren habe. Der wusste, dass ich wechsle, weil ich verloren habe. Weil ich anscheinend, obwohl mir das persönlich überhaupt nicht aufgefallen ist, weil ich anscheinend immer wechsle, wenn ich verloren habe, den Lied. Ist total komisch, aber es scheint so zu sein. Und der hat das rausgefunden. Ich würde das niemals rausfinden. Wie hat er das rausgefunden? Indem er meine Videos angeguckt hat. Gut, aber gut. Ich meine, dass ich die Videos angeguckt, ne? Das zeugt ja schon von Sympathie, würde ich sagen. Ja, da beginnt schon der zweite Kampf.
Guckt auf jeden Fall auch gerne bei den anderen Dach-Go-Liga-Teilnehmern vorbei. Die sind unten in den Kommentaren, sobald Videobeschreibung, sobald ich das da reingepackt habe. Ich bin im Moment eher selten an meinem Laptop, wo ich die Beschreibung drauf habe. Aber ich versuche es jetzt direkt nach Video hochladen zu machen. Da, jo, ne, da ist ein Drecksli, ne. Ach, Luftschnitt auch noch. Einfach nur Luftschnitt. Warum einfach Luftschnitt? Das ist... Aber nee, einfach nee. Weißt du, so, ich kann jetzt ja auch nicht schilden. So, und dann der könnte mich komplett mit diesem Pokémon hochnehmen. Ich habe Doppelkampf hinten drin. Doppelkampf. Ja, guckt mal, Junge, Drecksluft ist total effektiv gegen meine Kämpfe. Und da kommt schon wieder sein Drecksatzumarill rein, ne? Nee, also in dem Moment war ich echt piss, ne? Das ist Drecksatzumarill mit diesem Drecks... Das ist ein Drecksknuddel, Alter. Nee. Einfach nee, Leute. Nun gut, Ehre wem Ehre gebührt, sage ich immer so schön. Ich bin ja ein ehrlicher, guter Verlierer und so manchmal verliere man ja in der GBL ja auch, weil irgendwie die Server oder so, aber der Typ hat gewonnen, ne? Weil das verdient er. Der Typ, der hat Real Talk, ne? Der hat mich so auseinandergenommen, ne? Also wirklich. So, und da kann man wirklich. Nee. Also, ja, guck dich das an. Jetzt kommt mein Tropius wieder rein, ne? Aber. Ich gehe jetzt hier auf Laubklinge, ne? Aber das ist wirklich. Das habe ich im Rufus-Video schon gesagt, wie gut die sich hier. So. Ich bin da jetzt so, nachdem ich so die Kämpfe gegen die gemacht habe, bin ich ja sogar erstaunt, dass ich Kämpfe gegen Uzello und Ubito, die ja wirklich kranke Spieler sind, gewonnen habe. Auch beides Legenden, also Uzello und Ubito haben ja auch beide schon den Legendenrang erreicht, genauso wie der liebe Tanon Flo. Rufus noch nicht, wobei Rufus auch ein sehr starker Spieler ist. Rufus, falls du das siehst, ne? Ich hoffe, dass du siehst. Ich weiß jetzt nicht, ob du siehst, aber ich würde mich freuen, wenn du siehst. Das war ja erst auf siehst in einem Satz. Ich würde gerne Pokémon Go Content von dir sehen. Von dir sehen, bis also auch außerhalb von Dach Go Liga. Ich weiß, du magst weder Meisterliga noch Hyperliga, trotzdem. Einfach trotzdem, mach einfach bitte. Und Schilling macht kaum noch Videos. Rufus macht kaum noch Videos. Logo hat aufgehört, Videos zu machen. Mr. Physics lädt nichts mehr hoch. Talon Flo lädt nichts so. Blondbart lädt natürlich jeden Tag 10 Uhr hoch. Ubito lädt regelmäßig hoch, Uzello lädt unregelmäßig hoch, Ulandu lädt nur noch unregelmäßig hoch. Was soll ich den ganzen Tag gucken? Also jetzt mal ernsthaft. Brotlord lädt auch eher unregelmäßig hoch, Team Socketboss lädt unregelmäßig hoch. Ja, was soll ich denn gucken? Ich muss so irgendwas gucken, wenn ich aus der Schule komme. Und da der Wechsel nochmal. Also, ja, der hat mich einfach hochgenommen, ne? Also, kann man anders sagen. Großes GG geht da auf jeden Fall da nicht raus, Talon Flo, also. Wirklich verdient hoch 3 diese Siege. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe dich gewinnen lassen, ne? Also nicht im geringsten. Ich würde ja doch gerne in den Top 8 bleiben. Aber ich sag mal, ich habe jetzt nicht so krank die schlechten Karten. Ich sag mal, es kommen jetzt noch so ein paar Gegner. Jetzt nächste Woche bin ich dran gegen Lando. Das wird krank. Lando ist so ein kranker Spieler, ne? Das sieht man vielleicht nicht so, aber Lando, vor dem muss man sich echt in Acht nehmen, ne? Mit seinem Drecks Nidoqueen, ne? Und das macht mir wirklich Angst. Also Lando und auch sein, also der hat wirklich eine kranke Teamkonstellation, muss ich sagen. Also Lando, der macht mir Angst. Der macht mir wirklich Angst. Also, der macht mir Real Talk Angst. Also, da hoffe ich mal, dass ich wenigstens vielleicht ein